Ja, einen ganz herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite für den spannenden Vortrag und auch die sehr engagierte Diskussion. Ich werde jetzt in meiner kurzen Reflexion zum Schluss nochmal die Hauptbeiträge des heutigen Tages kurz zusammen betrachten und noch einige Gedanken ergänzen und Anmerkungen ergänzen aus der Sicht des Instituts und den Aktivitäten, mit denen wir uns so beschäftigen. Das Ganze steht unter der Leitfrage, unter welchen Bedingungen Verantwortung möglich ist. Denn bedingungslos wird sie wohl weder übernommen noch abgegeben, die Verantwortung. Bedingungen kann, ist auch etwas doppeldeutig, kann halt bedeuten, was sind günstige Umstände, aber vielleicht auch bestimmte Erwartungshaltungen, die mit der Verantwortungsübernahme verknüpft sind. Drückt hier immer aus Versehen so eine Black-Taste mit. Wollen Sie nicht vorenthalten. So, kurze Zusammenfassung, hoffentlich einigermaßen auf den Punkt. Ja, Christian Neuhäuser hat unter anderem gezeigt, dass Verantwortung mehrere verschiedene Bedeutungen haben kann und dass man gerade im Unternehmenskontext nicht immer das Gleiche meint, wenn man von Verantwortung spricht. Und das, daraus lässt sich folgern, dass man klären muss, was man unter Verantwortung versteht. Und das kam auch aus anderen Vorträgen. Wenn man nicht darüber redet, was sind eigentlich die Erwartungen, wer erwartet eigentlich was von wem, dann kann man mit der Verantwortung schwerlich auf einen Nenner kommen, sodass alle zufrieden sind. Verantwortung ist allerdings mehr als eben ein Vertrag, in dem sozusagen alles genau geregelt ist, wer was zu erfüllen hat. Es ist schon auf jeden Fall offener und ein bisschen bedingungsloser und als grundsätzlichere Verpflichtung zu verstehen, aber auch eben nicht ohne Grenzen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Iris Geib, Sie haben deutlich gemacht, wie es möglich ist, Verantwortung im Konzern als Teil einer Kultur kontinuierlicher Verbesserung zu leben. Und die Bedingung dabei ist eben, dass jeder wirklich bereit ist, auch Verantwortung zu übernehmen und auch abzugeben und dass man das auch kann und will. Ich glaube, das hatten wir heute auch häufiger, dass das eben darum geht, kann man die Verantwortung übernehmen, will man sie übernehmen oder auch abgeben. Und also da sind wir auch wieder bei der Frage, wer ist bereit? Und denn das ist ja nicht nur eine Freude, Verantwortung zu übernehmen, kann auch eine Bürde sein. Und dann stellt sich die Frage, wird es auch honoriert, wenn man das macht? Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, wenn man verstehen will, warum das manchmal funktioniert und manchmal auch nicht. Und dann ein Thema auch bei Ihnen, aber auch bei anderen Vorträgen, was, wenn alle verantwortlich sind, ist dann am Ende tatsächlich keiner mehr verantwortlich? Oder haben wir auch nicht mehr dann die Möglichkeit, noch jemanden, also auch zu packen zu kriegen. Ja? Einerseits ist es gut, dass man nicht immer nur nach Sündenböcken sucht und schnell jemanden findet, der den Kopf hinhalten kann, sondern dass man das auch gemeinschaftlich vertritt, was das Unternehmen macht. Aber trotzdem kann das dann manchmal dann auch eben ins Leere laufen, wenn man den Verantwortlichen sucht. Ich glaube trotzdem insgesamt hat auch Ihr Vortrag gezeigt, es ist schon ganz gut, wenn die Verantwortung nicht nur an einigen wenigen Stellen oben im Unternehmen steht, sondern wirklich bei allen und als Teil einer Unternehmenskultur. Ja, an Marie Nienaber, Vertrauen als Bedingung für Verantwortung, sehr, sehr klare Botschaft. Echte Verantwortung impliziert eben Freiräume und eigenes Ermessen. Das heißt aber eben auch, dass man es missbrauchen kann oder einfach nur Fehler machen kann. Das ist nicht auszuschließen. Und es geht dann eben vielleicht mehr nicht so sehr darum, dass nichts schiefgehen darf oder dass keine Fehler passieren darf, sondern dass man wirklich daran arbeitet und auch signalisiert, dass man daran interessiert ist, eine Beziehung konstruktiv in die Zukunft zu entwickeln und dass man auch eine gemeinsame attraktive Zukunft auch sieht für die Zusammenarbeit. Das sehen wir auch in der Forschung. Ne? Dass ganz oft, wenn man rankommen will an dieses Phänomen Vertrauen, dann redet man über Probleme, die auftreten und in vertrauensvollen Beziehungen wird dann eben gesagt, ja, ich vertraue dem, weil ich weiß, dass wenn ein Problem auftritt, dass er es gut mit mir lösen wird. Und Misstrauen bezieht sich nämlich genau darauf, dass wenn was schief geht, man dann auch nicht konstruktiv versucht, das auszubessern. Also Verantwortung braucht Vertrauen, aber ich finde, und auch das ist, glaube ich, im Vortrag herausgekommen, es geht auch umgekehrt. Vertrauen braucht Verantwortung. Denn wenn man nicht den Vorschuss gibt, die Investition wagt, dem anderen Freiräume zu geben und Verantwortung zu geben, dann kann auch das Vertrauen gar nicht entstehen, was nachher wiederum
rekursiv die Bedeutung, die Voraussetzung für weitere Verantwortungsübernahme sein kann. Also das finde ich auch nochmal ganz interessant an der Sache, dass man das auch umkehren kann. Und jetzt gerade haben wir mit Aysel Osmanoglu zwei Themenkomplexe nochmal zusammen betrachtet. Einmal, was heißt eigentlich Verantwortung im Sinne von Nachhaltigkeit? Und man muss ja fragen, was ist eigentlich verantwortlich und was nicht? Und Ihre Bank würde halt sagen, verantwortliches Handeln ist nachhaltiges Handeln. Also nach dem Prinzip Sinn vor Gewinn. Und daran kann man es eigentlich ganz klar versuchen zu ermessen, ob etwas nachhaltig ist und damit auch verantwortungsvoll. Aber das andere große Thema war eben, und wir haben es ja gerade erst gehört, ich will jetzt nicht mehr zu sehr ins Detail gehen, dass man auch die technischen Bedingungen verantwortungsvoll einsetzen kann. Transformation, digitale Transformation gibt uns neue Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen und abzugeben. Wir haben auch heute häufiger gehört, dass die technologischen Möglichkeiten uns auch Verantwortung wegnehmen können und durch Kontrollmechanismen ersetzen können. Und wir hatten eben genau diese Frage, Herr Neuhäuser hat es auch kurz angesprochen, ob nicht letztendlich dass die Verantwortung in meinem ethischen Sinne das ist, was uns Menschen auszeichnet und wo halt eben auch die Grenze dann ist zu dem, was die Technologie leisten kann, ohne dass man nun plötzlich die Technologie und den Menschen komplett trennen wollte, wegen der Verantwortungsproblematik, die dadurch allerdings natürlich komplizierter wird, wenn Mensch und Maschine zusammenwirken. Sie haben aber auch besonders über die Zukunftswerkstatt gezeigt, die Voraussetzung, da überhaupt was zu machen und zu profitieren, ist, dass man auf der Höhe der Zeit ist, sich öffnet, sowohl was Technologie angeht, als auch was die Menschen angeht, die damit konfrontiert werden. Und das passt auch ganz gut, also diese Frage, kennt man die Technologien, was macht man sich Gedanken darüber, was man mit denen anstellen kann, passt auch sehr gut zu einem Projekt unseres Instituts, das ich hier beispielhaft nur ganz kurz erwähnen will. Und darin geht, in dem Projekt geht es um die Digitalkompetenz von Aufsichtsräten. Und man liest ja oft in der Presse immer recht pauschal, immer mal wieder, dass die Mitglieder von Aufsichtsräten in Deutschland zu wenig von der digitalen Transformation verstehen, um beurteilen zu können, ob die Vorstände der entsprechenden Unternehmen erfolgsversprechende Digitalisierungsstrategien verfolgen oder eben nicht. Meist wird dann gefordert in solchen Beiträgen, dass man mehr junge Technikexpertinnen und Expertinnen in die Aufsichtsräte berufen sollte. Ja, da wäre natürlich auch niemand drauf gekommen, wenn nicht irgendein Journalist das in der Zeitung schreiben würde. Natürlich, also klar, müssen die Aufsichtsräte in der Hinsicht auch mit der Zeit gehen. Ich glaube, die Frage, die im Raum steht, ist eher, ob sie das selber noch gar nicht gemerkt haben. Und da habe ich meine eigene Meinung mir vorläufig gebildet, dass wir das da auch die Aufsichtsräte nicht unterstützen, nicht unterstützen. Nein, wir dürfen sie nicht unterschätzen und wir sollten sie unterstützen. So. Also bleiben wir beim Thema Verantwortungsbereitschaft und ich komme dann aber gleich nochmal drauf zurück. Also jetzt bezogen auf die Aufsichtsräte, und deren Verantwortung, würde ich sagen, die sind verantwortlich dafür, dass sie die nötigen Fachkenntnisse haben als Aufsichtsrat und sie sind verantwortlich dafür, notfalls dafür zu sorgen, dass sie die aufbauen. Ja. Allerdings ist mein Eindruck aus den Expertengesprächen, die wir geführt haben, dass sich die deutschen Aufsichtsräte dieser ganzen Problematik durchaus sehr bewusst sind und auch schon sehr aktiv daran arbeiten, manche intensiver als andere, das ist klar. Aber grundsätzlich ist da, sagen wir mal, nicht völlige Ahnungslosigkeit, dass dieses Problem bestehen könnte. Aber es geht auch hier wieder um die Motivation und um die Kompetenz und wie sie zusammenspielen. Will ich das und kann ich das? Ich finde es ganz wichtig, dass man sich nicht rausreden kann, dass nur weil einem die Kompetenz fehlt, man nicht verantwortlich sein kann. Ich finde, da muss man sich die Kompetenz verschaffen und dafür sorgen, dass man sie hat, damit man dann der Verantwortung auch gerecht werden kann. Umgekehrt kann man sich eben auch schwerlich rausreden, dass man einfach die Verantwortung nicht haben will. Wenn man also eine gewisse Kompetenz besitzt, mit der man, die man sinnvoll einsetzen kann, dann wird man auch gefordert sein, das zu tun. Und das ist eben genau dann wieder das Zusammenspiel zwischen der eigenen Verantwortung, die man akzeptiert und sucht, und die einem abverlangt wird. Und das muss auch zusammenkommen. Ich glaube, die Aufsichtsräte sind da genau in diesem Prozess drin, erstmal die fachliche Kompetenz auch auszubauen, möglichst schnell. Ich glaube, dass man dort nicht dran zweifeln braucht, dass sie die Motivation haben, auch diese Kompetenz aufzubauen und ihrer Verantwortung in dem Sinne nachzukommen.
Damit komme ich von den großen, meist börsennotierten Konzernen mit Aufsichtsräten zu den Unternehmen in Deutschland im Allgemeinen. Wie verantwortungsbereit sind Sie? Ich drücke hier immer nebenbei den zweiten Knopf mit. So. Wie verantwortungsbereit sind also Unternehmen in Deutschland im Allgemeinen? Ich bin froh, Frau Ries, dass wir mit Ihrem Programm Unternehmen der Gesellschaft und speziell diesen Corporate Citizenship Survey auswerten konnten im letzten Jahr. Und da geht es eben darum, in dem Survey, inwieweit sich Unternehmen sozial engagieren. Und es ist sehr erfreulich eigentlich, dass ein Großteil der Unternehmen in irgendeiner Form engagiert ist. Oft mit Geldspenden zugegeben, aber auch mit vielen anderen Formen. Viele, das sieht man hier hoffentlich ein bisschen an der Grafik, tun das allerdings noch nicht regelmäßig, sondern kommen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nur eher gelegentlich nach. Und unter anderem durch die Auswertung, die wir bei uns am Institut nochmal durchgeführt haben, wurde nochmal klar, dass insbesondere die kleinsten Unternehmen noch Nachholbedarf haben und dass es aber auch gerade an deren Größe liegt und an deren geringerer Ressourcenausstattung, dass sie noch nicht so engagiert sind, wie sie es vielleicht sein könnten und wollten. Es geht also darum, auch für diese kleinsten und kleineren Unternehmen, die eben nicht eine CSA-Abteilung mal eben schnell aufbauen können, die gar keine Größe dafür haben, da eigens was für abzustellen, wie kann man es schaffen, auch denen Spielräume zu bieten, Bürokratie abzubauen, professionelle Hilfestellung von außen auch anzubieten, damit sie sich engagieren können. An der Motivation scheitert es anscheinend eher nicht, eher an der Realisierung. Und nur knapp 25% der Unternehmen sagen in dem Survey, dass sie sich eigentlich nicht dafür verantwortlich fühlen, was für die Gesellschaft zu tun. Alle anderen sehen durchaus, dass sie da eine Aufgabe haben. Sie sehen auch, dass sie durch das soziale Engagement für ihr Unternehmen einen Mehrwert haben. Also insbesondere Kundenbindung oder Mitarbeiterbindung als so positiver Nebeneffekt des sozialen Engagements des Unternehmens. Das heißt, das ist jetzt auch keine rein altruistische Geschichte hier. Man muss nicht also komplett altruistisch sein, um sich sozial zu engagieren. Man darf dabei durchaus sich auch was versprechen, ist zumindest meine Meinung. Aber trotzdem merkt man doch, wenn man mit Unternehmen dann in Kontakt ist, dass diese Motivation, etwas zu tun für die Gesellschaft, auch intrinsisch ist und nicht rein kalkuliert und instrumentell. Das sehen wir auch insbesondere an einem weiteren Projekt, wo wir zusammenarbeiten, was sehr nah dran ist an diesem Corporate Citizenship Survey. Das ist der Wettbewerb Mein gutes Beispiel. Da läuft übrigens gerade das Online-Voting für die, kleiner Werbeblock, für die neue Kategorie Jung und Innovativ. Also zum ersten Mal wird der Preis vergeben für junge und innovative Unternehmen, die sozial engagiert sind. Und jetzt aktuell bitte ich Sie mal alle auf diese Seite zu gehen und sich dort die 19 jetzt in der Online-Voting-Auswahl stehenden Projekte anzuschauen und doch ihre Stimme abzugeben. Sie haben 2 Stimmen für diese Unternehmen. Und ich darf jetzt niemanden angucken, weil ich als Jurymitglied für diesen Preis neutral bleiben muss. Aber ich kann Ihnen versichern, es ist sogar ein Kandidat hier im Raum. Und den oder die würde ich auch ermuntern, heute noch wirklich viele Stimmen hier aus der Gruppe zu mobilisieren. Und damit also erstens viele auch diese Projekte kennenlernen und vielleicht besonders anerkennenswerte Projekte auch weiterkommen. So, Ende des Werbeblocks. Eigentlich wollte ich sagen, dass die Kandidaten für diesen Preis, wenn man etwas mehr über die erfährt, immer auch diese intrinsische Motivation haben, sich sozial zu engagieren. Und man muss ihnen einfach helfen, wenn sie eine gute Idee haben, dass sie die auch umsetzen können und ihnen das nicht noch unnötig schwer machen. Ja, Herr Spicker, für Sie kommt auch ein Werbeblock. Und zwar ein weiterer Bereich, in dem das Institut auch mit der Stiftung zusammenarbeitet und speziell mit Martin Spilkers Kompetenzzentrum Führung und Unternehmenskultur. Das Zentrum veranstaltet in dem Programm Creating Corporate Cultures unter anderem Camp Q, die Leadership-Konferenz für Querdenker. Und einfach, weil das Stichwort fiel, da steht neben dem Elefanten, der auf wundersame Weise diese Spalte überwindet,
mit Mut und Haltung in die Zukunft führen. Also ich glaube, das passt auch zu einigen Sachen, die wir heute gehört haben. Auf jeden Fall im Hintergrund zu solchen Konferenzen oder auch den Trainings, die Sie mit dem Kompetenzzentrum machen, forschen wir als Institut insgesamt über die Bedingungen effektiver Führung und fragen uns eben, welche Faktoren es Führungskräften erleichtern oder erschweren, ihrer Verantwortung nachzukommen. Ich kann hier die vielen Faktoren nicht alle ansprechen, die wir betrachten, aber zumindest Bezüge zu einigen Vorträgen heute herstellen. Also, wir sehen die Führungsaufgabe auch in engem Bezug zum Thema Unternehmenskultur und insbesondere der tatsächlich gelebten Unternehmenskultur, nicht nur der, die nach außen dargestellt wird. Wir sehen die Bedeutung eines vertrauensvollen Klimas, dem Wunsch nach Sinn und auch, dass neue Technologien sowohl beengend, aber auch befreiend wirken können. So viel dazu. Auch dahinter steht ein Survey, in dem wir ein Monitoring machen quasi darüber, was die Führungskräfte gerade aktuell als hilfreich und nicht so hilfreich für ihre eigenen Aufgaben empfinden. Besonders interessant daran ist auch eben der Aspekt, dass man sich mit dem Führungsnachwuchs beschäftigt. Wie ticken eigentlich die neuen Generationen der Führungskräfte, die zum Beispiel an dem Camp Q auch teilnehmen? Man hat den Eindruck, dass dort weniger mit einer unhinterfragten Aufopferungsbereitschaft für das Unternehmen oder für die eigene Karriere man unterwegs ist. Definitiv sehen junge Führungskräfte nicht mehr nur diese bedingungslose Verantwortung. Was dann? Mehr Unverbindlichkeit, mehr Common Sense, mehr Menschlichkeit in der Führung, mehr Selbstverwirklichungsmöglichkeiten. Also man kann noch viele, viele Fragen stellen daran, wie junge Führungskräfte eigentlich dazu motiviert werden können, die Verantwortung überhaupt noch zu übernehmen. Ich finde, diese Frage begegnet mir inzwischen sehr, sehr auffällig oft, dass man wirklich sagt, wer tut sich das eigentlich noch an? Warum sollen junge Leute überhaupt noch verantwortungsvolle Positionen anstreben in der heutigen Zeit? Also ich sehe viele Kopfnicken. Da müssen wir offensichtlich was dafür tun, dass die Verantwortungsbereitschaft erhalten bleibt oder wieder hervorgebracht wird. Und wir haben viele junge Führungskräfte heute gehört, als Redner heute oder hier im Raum. Und ich würde Sie am liebsten alle persönlich mal kurz fragen, was Sie denn motiviert, Ihre Verantwortung zu übernehmen und Ihre Verantwortung zu tragen. Aber ich habe zwar ein Mikrofon dafür, aber keine Zeit mehr. Und deshalb schließe ich mit dieser Frage und mit diesem Gedanken meine Reflexion und möchte nun übergeben zum Schlusswort für heute an den Vorstandsvorsitzenden der Bertelsmann Stiftung, Arthur Heuss. Herr Heuss, Sie tragen nicht nur viel Verantwortung bei der Bertelsmann Stiftung, sondern haben auch schon zuvor viele verantwortungsvolle Positionen bei der OECD und in der Politik gehabt und bestimmt haben Sie mit Ihren weitreichenden Erfahrungen jetzt noch einige Antworten oder auch weitere Anregungen für uns, was uns bereit macht, Verantwortung zu übernehmen. In diesem Sinne freue ich mich jetzt sehr auf Ihr Schlusswort. Können Sie so lassen. Jetzt geht er aus. Nee, lassen Sie so. Ja, danke. Ja, nicht? Okay. Ist okay, alles klar. Oder? Alles gut. Ja. Nein, ja, das kommt später, kommt wieder. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, geehrte Professorinnen und Professoren, liebe Gäste, liebe Studierende, es ist mir wirklich eine große Freude, um hier zu stehen, weil die Verbindung zwischen Bertelsmann Stiftung und hier die Universität Wittenherdecke war nicht nur ein Wunsch von unserem Stifter, aber ist auch die Jahre, dass ich die Freude habe, um hier zu sein, um auch im Kuratorium aktiv zu sein, ist das wirklich immer inspirierend und nicht nur für mich, aber ich sehe das auch für viele anderen. Also lebe es das Reinhard-Mohn-Institut, lebe es die Kooperation zwischen Universität und Bertelsmann-Stiftung. Verantwortung ist ein großes Wort, das hat Guido Millering am Anfang gesagt, Sie haben das am Anfang gesagt, Sie haben gesagt, ich übernehme auch nicht die Verantwortung für das Wetter, das habe ich gut verstanden, das brauchen Sie auch nicht, das tun wir Holländer, weil das Wetter kommt meistens vom Westen
Und dann ist die Aussage, fürs Wochenende sieht es ein bisschen regnerisch aus vom Westen. Aber da kommt, wir haben auch so viele schöne Zeiten gehabt und naja, so viel Sonne kommt auch nicht immer im Februar. Also ein bisschen zufrieden können wir sein. Ich habe am Anfang bei meinem ersten Kommentar auf Ihre Vorlesung habe ich eine Metapher über ein Dinner habe ich benutzt und die hat den ganzen Tag so ein bisschen weitergeklungen. Das spricht jetzt in meinen Nachteil. Wir hatten vier Gänge und ein Dessert. Jetzt ist es Schluss. Ja? Also für mich vielleicht noch ein Kaffee, den ich geben kann. Etwas Kräftiges, um auch weiter die Reise nach Hause zu nehmen. Ich will mit Ihnen zwei Sachen tun. Ich will mit Ihnen Verantwortung 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 nochmal kurz zusammenfassen als Bild, was man mit nach Hause nimmt. Und am Ende will ich noch in der Tat ein Bild zeigen, was ich aber nicht mitgenommen habe. Also das wird spannend. Verantwortung ist ein großes staatstragendes Wort, das habe ich schon gesagt. Jean Voltaire, auch ich habe ein Zitat, sagte in 1793 auf der französischen Nationalversammlung: Ils doivent envisager qu'une grande responsabilité est la suite inséparable d'un grand pouvoir. Große Macht geht unzertrennlich einher mit großer Verantwortung. With great power comes great responsibility. Und große Unternehmen und Unternehmen allgemein haben mehr Macht, mehr Einfluss und damit auch mehr Verantwortung in den Bereichen direkter Mitarbeiterpolitik und gesellschaftliche Entwicklung. Und man kann behaupten, Unternehmen übernehmen in der Regel und nach ihrer klassischen Maxime lieber Firmen als gesellschaftliche Verantwortung. Bei dem Thema gesellschaftliche Verantwortung sind wir eigentlich bei Verantwortung 4.0. Ich gehe die umgekehrte Reihenfolge. Reinhard Mohn plädiert in seinem Werk die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmers. Ungefähr so dick, oder? Nein. Der war viel knackiger. Ja, genau. Oder vielleicht auch mit weniger Fußnoten, ich weiß nicht. Die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens für die menschliche Alternative in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Also er plädiert für die menschliche Alternative in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Er sagt, eine auf Menschlichkeit ausgerichtete Kultur besitzt die Fähigkeit, große Kräfte durch Motivation und Identifikation der Menschen zu aktivieren. Also da geht es um gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens. Also das ist das Unternehmen 4.0. Er entwickelte die partnerschaftliche Unternehmenskultur. Also das ist innerhalb der Unternehmen. Auf Grundlage der Prinzipien Delegation von Verantwortungen in dezentrale Strukturen, Mitsprache am Arbeitsplatz, Beteiligung am Erfolg und Dialog zwischen Interessenvertretungen. Da sind wir auf Ebene 3.0 sind wir bei der Verantwortung für eine Arbeitsorganisation, ob ein Unternehmen oder eine Universität oder ein Institut. Und bei 2.0 kommen wir an bei der Verantwortung für Aufgaben, die man teils auch delegieren kann oder teils mit anderen zusammen mitmachen kann. Da sind wir bei Verantwortung 2.0. Daran orientieren wir uns auch als Bertelsmann Stiftung bis heute. Verantwortung zu delegieren und zu teilen ist allerdings nicht immer einfach. Gemeinsam getragene Verantwortung erfordert ein hohes Maß an gegenseitiges Vertrauen, so wie wir auch heute gehört haben. Und so wie Professor Neuhauser gesagt hat, Verantwortung bedeutet dann auch Mut zu haben. Und dann kommen wir so langsam in Richtung von Verantwortung 1.0. Ein Wertekompass und das Rückgrat, diesem Kompass zu folgen, sind sicher schon immer, aber gerade mit den Veränderungen der heutigen Zeit, von großer Bedeutung. Und das nicht nur für Führungskräfte,
eines Unternehmens, sondern auch für die Mitarbeiter. In Zeiten von neuen, agilen Arbeitsformen kommt den Mitarbeitern auch ein neues Maß an Eigenverantwortung zu. Und wenn wir bei dieser Eigenverantwortung kommen, bei das Wertekompass, können wir auch sagen, in einer von Wettbewerb geprägten wirtschaftlichen Sphäre von Unternehmen ist ein persönlicher moralisches Kompass von ganz besonderer Bedeutung. Und dann sind wir bei der 1.0. Und dann sind wir auch bei Ihrem Held, der, was war nochmal sein Name? Archipow. Jetzt haben Sie mich getestet. Ja, ja. Archipow. Archipow. Allen Archipow. Dass wir es nicht vergessen. Ne? Der Held. Moralisches Kompass. So ungefähr wie Daniel in der biblischen Geschichte. Ne? Der hat gesagt, allen sollen biegen. Ihr sagt, das mache ich nicht. Also moralischer Kompass ist auch mal Nein sagen gegen etwas. Nicht, was man tun soll, aber auch, was man nicht tun soll, ist ein Ergebnis des der Spruch des moralischen Kompass. Darum werden in zukunftsfähigen Unternehmen neben einem stabilen Wertekompass auch soziale Kompetenzen wie ein gesunder Dialog und das Schaffen von intrinsischer Motivation zunehmend wichtiger, weil das moralische Kompass muss auch mit anderen geteilt werden und das muss nicht nur nach innen wirken, aber das muss auch nach außen wirken. Was für mich dann die Frage ist, ist das 1.0 das Endpunkt von diesem Rückgang? Da muss ich noch zu sagen, da kommt für mich persönlich kommt noch mal ein Verantwortung 0.0. Und was ist das? Das ist die Basis. Kann man eigentlich sich selbst vertrauen? Kann man ein moralisches Kompass haben? Wo kommt das her? Wovon hat man dann persönlich seinen Mut? Das ist für jeder unterschiedlich. Für mich ist das religiös inspiriert und das kann ich am besten so kurz sagen, I do my best and God does the rest. Also ganz einfach. Bei dieser Frage von Verantwortung 1.0 fand ich auch ganz interessant, dass Sie gesagt haben, dabei ist es auch wichtig, dass man physisch fit ist. Wenn man die Verantwortung für seinen eigenen Körper nicht übernimmt, dann fängt man schon an zu leben mit vielen Kompromissen, die nicht nur physisch, aber vielleicht auch mental sind. Ich weiß nicht, ob Sie das so gemeint haben, aber Sie haben in diese Richtung gesprochen und ich fand das sehr gut. Das bringt uns eigentlich bei unserem Obama-Moment. Sind wir physisch fit, sind wir auch mental sind wir fit, haben wir die 1.0, dann können wir die 2.0, dann können wir die 3.0, dann können wir die 4.0 auch machen. Also dabei ist Mut dann die Tugend, den besseren Weg zu gehen, statt die einfachste. Und dafür muss man dann die Kraft haben, um das zu tun. Das heißt Mut. Und dabei spielen Sie, liebe Studierende, eine ganz besondere Rolle. Denn unsere Gesellschaft braucht den Mut, die Hoffnung und die Tatkraft einer jungen Generation. Das haben Sie auch gesagt, Professor Müllering. Nach dieser Verantwortung 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 komme ich jetzt auf das Bild, was ich zeigen will, was ich aber nicht mitgebracht habe. Und deshalb frage ich Herrn Professor Müllering nochmal diesem Bild der Veranstaltung vorzuheben. Also das ist der... Das ist das Ding. Und mittlerweile frage ich alle von euch, die geboren sind, nach 1985 hier zu kommen. Sie sind alle eingeladen, die geboren sind nach 1985. Können Sie noch so zusammenrücken, dass Sie alle bevor dieses Bild stehen? Also,
Sie können einfach nach da vorne schieben. Sie brauchen nicht an der Seite zu bleiben. Ja. Ja. Prima, gehen Sie hinter die Dame. Jetzt brauchen wir natürlich den Fotografen. Und wir wollen Ihnen sagen, danke, dass Sie hier waren. Bewahren Sie Ihr Mut, weil die Verantwortung der Zukunft liegt in Ihren Hand. We count on you. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Reus, bleiben Sie doch einfach noch hier vorne und ja, Sie dürfen sich wieder, denn das war jetzt natürlich extremst motivierend, inspirierend und inhaltlich nochmal ein sehr, sehr schöner Schlusspunkt. Wir können allerdings natürlich jetzt auch nicht aufhören, ohne dass ich nochmal die Dankesworte spreche und mich bei allen bedanke, die zu dieser Veranstaltung beigetragen haben. In diesem Sinne möchte ich noch mal anfangen mit unseren Referentinnen und Referenten. Also bitte, wenn Sie noch mal alle vier und auch noch mal Herrn Reus nach vorne kommen würden. Und ich bitte noch einmal um einen großen Applaus für unsere Redner heute, die uns alle sehr inspiriert haben. Wir haben ganz klassisch... Ja, das müsste jetzt etwas schneller gehen. Also wir machen das ganz klassisch mit Blumen. Ja. Herzlichen Dank, bitteschön. Etwas feucht unten. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kai. Wunderbar, toll. Dankeschön. Ladies first. Bitteschön an Marie. Für die Herren gibt es den Wittener Geist. Als Geistesblitz, Herr Reus, Dankeschön. Und auch Herr Neuhäuser, nochmal ganz herzlichen Dank. Bitteschön. So, vielleicht noch ein Bild und dann kommen noch, Sie müssen noch einen kleinen Moment aushalten, aber das muss nun einfach mal sein. Denn ja. Herzlichen Dank. Dann auch noch ein herzlichen Dank an alle Helfer und Unterstützer, die nicht hier vorne auf der Bühne waren. Also natürlich auch nochmal an die Moderatorinnen und Moderatoren, die Sie hier vorne erlebt haben. Aber etwas mehr im Hintergrund aus dem RMI-Team danke ich jetzt Tina Asad da hinten und Sabrina Schuster, Josephine Ulbricht ist da, ja, oder ist sie gerade draußen aktiv? Dann auch noch Johanne von Danwitz, ist auch draußen. Ja, das ist auch klasse, dass die uns alle geholfen haben, hier etwas mehr im Hintergrund. Herr Danielschewski sei namentlich genannt, stellvertretend für die Haustechnik, die uns hier alles aufgebaut hat. Herr Danner sitzt da hinten am Regiepult. Auch Ihnen und Ihrem Team herzlichen Dank, dass Sie das möglich machen, hier die Veranstaltung zu dokumentieren und auch den Livestream anzubieten. Frau Grashoff und das Team der Firma Backhaus haben uns ein tolles Catering geliefert. Danke dafür und bitte danken Sie mit mir gleich auch draußen bei Gelegenheit dem Duo Strings, das uns musikalisch bei guter Laune gehalten hat. Vielleicht machen wir einfach mal einen Applaus für die alle so. Und natürlich nicht vergessen, sondern ganz bewusst und absichtlich ganz zum Schluss bedanke ich mich bei Frau Claudia Gallitz, die den ganzen Laden hier zusammengehalten hat. Logistik, Verpflegung etc., die halt mich die ganze Zeit im Vorfeld wunderbar unterstützt hat, wie immer sehr geduldig und umsichtig. Und deswegen für Claudia nochmal auch einen Blumenstrauß, denn das war wirklich eine große Anstrengung und ein schönes Projekt. Danke, Claudia. Danke. Ja, und bevor ich nun endlich Ihnen allen danke für Ihre Anwesenheit, für Ihre Kommentare, für die engagierte Teilnahme heute hier,
Schnell noch eine weitere Einladung zu unserem nächsten Event. Das ist der Vortrag im Rahmen der Reihe RMI Distinguished Lecture am 9. April mit John Child und dem Thema Cooperative Strategies. Also gestern in den Nachrichten BMW, Mercedes kooperieren, so ein wichtiges Thema im Management. Und Sie können sich schon notieren für nächstes Jahr. 5. März 2020, noch nicht ganz bestätigt, aber schon ziemlich sicher, so dass man mit dem Bleistift eintragen kann und ohne dass man sich nachher ärgert, dass man es wieder wegradieren muss. Also, save the date für das nächste Jahr, Tag der Unternehmensführung am 5. März. Ja, Sie werden von uns eine E-Mail bekommen mit einem Link zu einer Online-Feedback-Abfrage. Also bitte auch da geben Sie uns Ihre Rückmeldung. Wir freuen uns sehr darauf. Gehen Sie auf Twitter, Facebook, alles so. Wir möchten nämlich nicht, dass es jetzt in diesem Moment zu Ende ist mit dem Austausch hier, sondern dass wir in Kontakt und im Gespräch bleiben. Und jetzt ganz konkret haben Sie die Möglichkeit, noch hier zu bleiben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das auch tun, denn wir haben noch einen kleinen Empfang für Sie vorbereitet. Die Musik spielt auch noch weiter. Also ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise, einen guten Heimweg gleich, aber auch, dass Sie den nicht so ganz eilig antreten, sondern noch einen Moment hier bleiben, sich weiter austauschen untereinander und auch mit dem RMI-Team. Und in diesem Sinne bis gleich und herzlichen Dank für alle, die heute dabei waren und das dazu beigetragen haben. Ich hoffe, Sie haben alle ein paar interessante Gedanken für sich selbst schon mitgenommen. Herzlichen Dank. Applaus